wird jetzt was? Oh, das ist das beste Intro überhaupt. Ich bin so professionell. Hallo, liebe Leute. Hier ist wieder Lin mit einem recht spontanen Video. Es ist wirklich eigentlich ziemlich spontan, wenn man es so überlegt. Ich wollte bis eben eigentlich noch zeichnen. Aber, ja, wie bin ich jetzt dazu gekommen? Eigentlich, wie gesagt, es ist unglaublich spontan. Ich hatte gerade eigentlich nur wieder mal gesehen, dass einige Leute hier ein bisschen Probleme haben mit den Pixeln, also vom Programm her. Nicht unbedingt, weil sie es nicht können oder irgendwie lernen wollen oder sonst was, sondern manchmal hapert das alleine schon daran. Ich habe jetzt nämlich gerade eben erst wieder einen Kommentar gesehen, auch in so einem Thread. Dass es einfach auch, dass GIMP so eine Gewöhnungssache ist. Und da stimme ich voll und ganz zu. Man muss sich mit GIMP ein bisschen auseinandersetzen, wie bei jedem Programm. Und muss erstmal versuchen, alles hinzubekommen, zu schauen, was ist für was, etc. Und ich dachte mir, dass ich jetzt eben ganz spontan und weil es indirekt auch noch auf meiner Tutorial-Liste steht, ja. Erklär doch einfach mal, was man so machen kann bei GIMP. Schrägstrich. Erkläre, was man braucht, um pixeln zu können. Und ich würde sagen, so viel zum Intro. Fangen wir einfach gleich an. Ich zeige euch jetzt erst einmal meine Standardeinstellungen, wenn ich pixeln will. Normalerweise, was ich hier mache, das ist vollkommen ausreichend und normalerweise müsste man sonst nichts mehr verstellen, denn das sind die wichtigsten Sachen und ja. Zuerst einmal ist ganz wichtig, dass wir den Stift benutzen. Wenn wir so Sachen benutzen wie den Pinsel, wird ein Pixel, auch wenn wir es richtig einstellen, meistens doch noch mit ein paar halbtransparenten Pixeln noch dazu gedichtet quasi. Weil der Pinsel ist einfach eigentlich dafür gemacht, wirklich zu malen. Wobei der Stift von Natur aus ein eher harter Stift eben ist. Es ist ein harterer Pinsel. Ein harterer. Ja, ich kann Deutsch. Es ist ein härterer Pinsel. Und wenn man es so nimmt und ja, hat eben harte Ecken, hat eher wenig Transparenz an den Seiten, um es irgendwie schöner zu machen. Und ist daher schon fast perfekt zum Pixeln. Das Einzige, was fehlt, ist, dass er wirklich 100%ig einen Pixel macht und keine halbtransparenten Pixel. Von daher machen wir erstmal die kleinste Größe, die ein Pixel ist, und gehen dann auf Pinseldynamik, wo wir bei Druck und Deckkraft das Häkchen wegnehmen. Jetzt ist nämlich wirklich null Druck und keine Deckkraft. Das andere ist nicht so wichtig im Moment. Und das bedeutet, dass es wirklich keinerlei Anti-Alias gibt, also keine halbtransparenten Pixel irgendwie nebenan, sondern nur einen einzigen Pixel, der genau dort ist, wo wir ihn haben wollen. Das ist schon mal sehr gut. Was brauchen wir aber noch, wenn wir Pixel drauf machen wollen? Wir brauchen irgendwas, um Pixel wieder wegzumachen. Von daher haben wir jetzt den... ja, ich habe schön gemisst. Den Radierer. Hier haben wir genau dieselbe Einstellungen. Die übernehmen sich ja, wenn man jetzt... Stift und Pinsel und Radierer hat das, bleibt ja die Pinselgröße, von daher kann man das lassen. Und gehen hier auch wieder auf Pinseldynamik, um hier auch wieder Druck und Deckkraft wegzumachen. Und gehen hier gleichzeitig noch auf harte Kanten. Das macht folgendes, das kann ich euch gleich einmal zeigen. Ich zoome ein bisschen heran und ja, mal jetzt einfach hier mal, ich kann irgendwas malen, das ist ja wurscht. Wenn wir nun die harten Kanten nämlich nicht haben, sieht man gleich schon, ich hoffe zumindest, man sieht es, ich hoffe, die Qualität wird hoffentlich einigermaßen gut, sieht man, man kann wirklich frei hier überall mit dem Radierer hin und wenn wir so drüber gehen, ja, es ist nicht so ganz gegeben, dass es auch wirklich dort radiert, wo wir wollen. Wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich die Linie hier machen will, also wegmachen will und ich gehe dann irgendwie zwischen die Linien, das geht einfach nicht wirklich. Es funktioniert nicht, aus dem Grund, dass es versucht, wie ein richtiger Radierer zu sein und eigentlich eher darauf spekuliert, ein Anti-Alias zu machen, was ja nicht mehr geht, weil wir Druck und Deckkraft weg haben. Von daher benutzen wir die harten Kanten und wie man sieht, immer wenn wir irgendwo hingehen, wird dieses kleine Vorschaufensterchen oder Kästerchen wohl eher immer mitgezogen und bleibt bei einem Pixel stehen. Das heißt, wir können direkt sehen, wo es ist. Wenn wir also quasi hier zum Beispiel zwischen den beiden Pixeln sind, dann entscheidet es sich immer vorher für einen und nicht irgendwie mal hier so rechts, mal da so links und will irgendwie Anti-Alias machen, sondern man hat direkt eben den Pixel, den man eigentlich weghaben will. Und da man nah heranzoomt, ist es eigentlich auch noch recht einfach zu sehen, was man weghaben will, weil man ist eben so nah herangezoomt, dass man die Pixel sowieso sehen kann und dass das eigentlich alles recht easy funktioniert. So, kurz anders hingesetzt. Das nächste, also das
das sind so die Hauptsachen. Und jetzt kommen die so die Sachen, die einem bei Umfärbungen oder bei generellen Auswahlmöglichkeiten etc. helfen können. Das ist einmal das Farbauswahl-Tool. Wir gehen mal drauf. Farbauswahl sollte sich eigentlich von alleine erklären, es wählt eine Farbe aus. Hierbei gibt es eigentlich nicht besonders viel zu beachten. Was auf jeden Fall jetzt wichtig ist, hier wegzumachen, ist A, das Kantenglätten, weil ansonsten würde es genauso wie die anderen Sachen versuchen, einen Anti-Alias ranzumachen, sprich einen halbtransparenten Rand, damit es, wenn man jetzt was gezeichnet hätte und das, was man nun ausgewählt hatte, entfernen würde, damit es nicht wirklich rausgerissen aussieht, sondern so ein bisschen hübscher, als hätte es eben einen Sinn gehabt, dass es weg ist und dass es einen schönen Rand ist und es keine hässlichen, rausgerissenen Sachen gibt, die dann irgendwie so hart sind und sowas. Also, das brauchen wir aber nicht, denn wir brauchen auf jeden Fall diesen harten, rausgerissenen Rand, weil wir sonst nämlich nicht richtig pixeln können und sonst überall Anti-Alias-Flecken wären, würde ich jetzt mal sagen. Dasselbe hier noch bei Schwelle, wobei wir hier auch ein bisschen rumspielen könnten. Wenn die Schwelle jetzt auf 0 gesetzt wird, und das gilt dann auch für andere Sachen, wie zum Beispiel der Farbeimer, dann wird wirklich nur die Farbe, die man gerade gesetzt hat, ausgewählt. Ich kann euch das hier nochmal genau zeigen. Wir haben jetzt hier ein wunderschönes Rot. Und das jetzt nicht. Ups. Ja, das war mein Fehler. Ich habe nicht aufgepasst. Ich muss schnell den Modus umstellen. So. Wir haben ein wunderschönes, viel zu grelles Rot. Und machen jetzt mal ein ähnliches Rot. Das ist jetzt wirklich nur eine Idee. Dunkler. Man sieht es vielleicht ein bisschen. Ansonsten ist es ein bisschen dunkler. Wenn wir jetzt hier eben mit dem Farbauswahl-Tool darauf gehen, es wird wirklich nur das grelle, hell, das grelle Rot angenommen. Angenommen? Nicht angenommen, ausgewählt. Und hier wird nur das dunklere angewählt. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel die Hemmschwelle, ja, wenn wir die Hemmschwelle ein bisschen hochsetzen, ist es scheißegal, was wir anklicken, denn dann kann es passieren, dass es beide Rottöne benutzt, weil es nämlich dann versucht, so ähnliche Sachen wie möglich halt dann quasi zu benutzen. Und je höher es ist, desto weniger schert es sich darum, was für eine Farbe es ist, auf 100% oder das sind so, glaube ich, 200, ja, das sind 255%. Da macht es überhaupt keinen Unterschied mehr, was man auswählt. Es wird alles ausgewählt. Das kann man aber dann zum Beispiel dafür benutzen, wenn man sagt, ich möchte jetzt eigentlich nur die ganzen Rottöne weghaben. Dann kann man nämlich die Schwelle ein bisschen hochsetzen und man muss dann halt schauen, dass es nicht am Ende alles auswählt, aber das sieht man ja recht schnell dann an den kleinen Vorschaukästchen. Wie gesagt, dasselbe ist auch beim Fülltool, da machen wir genau dasselbe. Hier ist es halt nur ein bisschen anders. Es würde halt nach demselben Prinzip dann Sachen übermalen. Das heißt, wenn es jetzt auf einer höheren Hemmschwelle war, ist die Gefahr groß, dass es auch andere Rottöne jetzt zum Beispiel mit, wenn wir hier umdrehen, zum Beispiel ein Weiß übertönen würde, als wenn es hier auf der Null ist. Da macht es nämlich eben nur genau das, was man will. Und das ist nur dieses eine Rot in Weiß umfärben, was wir hier nicht wollen, weil wir einen weißen Hintergrund haben und das keinen Sinn macht. Oh, okay, doch, machen wir das weg. Ja, also hier einfach nach unten. Und das ist beim Pixeln jetzt zwar nicht notwendig. Es gibt noch die Option, transparente Bereiche füllen. Erklärt sich von selber. Es würde nur noch halbtransparente Pixel auswählen, aber in der Regel arbeitet man beim Pixeln jetzt eher weniger mit diesen halbtransparenten Sachen, außer man möchte jetzt wirklich direkt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie ein Fenster machen und dahinter ist etwas. Aber es ist in der Regel überhaupt nicht wichtig, weil wenn man halbtransparente Sachen macht, ist das meistens eh mit dem Modus und der Deckkraft, Layer und Deckkraft. Von daher, ja. Kommen wir zu den letzten zwei Sachen. Das ist einmal der Zauberstab, der auch recht nützlich ist. Anders als nach Farbe auswählen, kann er, wenn man es richtig macht, also hier auch wieder, Kanten glätten und die Schwelle runtersetzen, eine Ansammlung von Rottönen jetzt zum Beispiel auswählen und nicht alle Rottöne. Machen wir jetzt mal hier als Beispiel. Wir haben hier eine unglaublich wunderschöne rote Linie. Machen hier irgendwie so was Blaues noch dahinter oder daneben, besser gesagt, und lassen den Rest zum Beispiel weiß. Dann wählt der Zauberstab wirklich diesen Bereich aus, der miteinander verbunden ist. Wir sehen, es wird zum Beispiel nicht dieser Pixel ausgewählt, denn er ist in keinerlei Hinsicht mit diesem Bereich verbunden und es wird auch nicht das Blau ausgewählt und so weiter. Dabei eben, wenn die Schwelle höher gesetzt wird, gut, in dem Fall ist es jetzt.
jetzt egal, weil es wirklich zwei verschiedene Töne sind. Da müsste man jetzt schon wirklich hier fast auf die 200 hin, dass es sich irgendwie miteinander verschneidet. Aber naja, ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und das letzte ist die freie Auswahl, die manchmal ganz gut ist, wenn man vor allem Charaktersets oder sonst etwas zusammenschneidet. Wenn man jetzt eben zum Beispiel für RPG Maker oder sowas etwas macht. Oder generell fürs Pixeln einfach, wenn man bestimmte Sachen herausschneiden will, aber jetzt nicht gleich hier mit der rechteckigen Auswahl alles irgendwie ausschneiden will. Weil manchmal kann es auch recht lästig sein, wenn man einzeln zum Beispiel jetzt dann Sachen dazu macht oder Sachen wieder wegmacht, das ist ja, dann kann man auch einfach schnell das hier auswählen und dann den Rest, zum Beispiel den man nicht haben will, wegmachen. Hier ist, gilt auch wieder das Kanten glätten, weil wir sonst Anti-Alias haben. Und ja, die nächsten zwei sind eher optional, meiner Meinung nach, weil normalerweise braucht man keine runde Auswahl. Man hat seine freie Auswahl und seine rechteckige und ich wüsste nicht wirklich, dass man eine runde Auswahl brauchen würde, aber naja, gut für den Fall der Fälle. Hier gilt auch wieder das Kantenglätten. Und das hier empfehle ich eigentlich nur bei bestimmten Sachen, wenn man zum Beispiel Sachen umfärben will. Im Nachhinein, ich hatte schon mal in. Ich glaube, ich hatte es mal ganz kurz angesprochen. Beim Umfärben von zum Beispiel Haaren war das, glaube ich. Man kann es dafür benutzen, aber ich. Nein, Moment, ich glaube, das habe ich sogar nicht mal angesprochen. Gut, dann packe ich das jetzt noch mit rein. Ist dieses Abwedeln nachbelichten. Oh, ich lasse mich so schnell ablenken. Oh, ein Schmetterling. Hierbei ist es ungefähr dasselbe wie zum Beispiel auch beim Stift und. Wie, nicht beim Stift. Beim Radierer. Denn hier können wir auch die harten Kanten setzen. Dann folgt es wieder diesem ein Pixel-Raster. Und hier auch bei der Pinseldynamik wieder Druck und Deckkraft wegmachen. Abwedeln und Nachbelichten macht bestimmte Sachen nach dem Umfang heller oder dunkler. Ich glaube zwar, das habe ich bereits angesprochen, aber ist ja wurscht. Das ist ja ein insgesamtes Tutorial, das heißt, das kann ich auch alles nochmal ansprechen. Es soll ja eine Art Zusammenfassung sein. Ja doch, machen wir es einfach mal so. Ich mache jetzt hier einfach mal ein Beispiel, wo man das dann hoffentlich gut sehen kann. Machen wir hier, ne? Machst du mal? Ja. Wir haben hier ein Blau, ein Rot, einfach nur irgendetwas, damit man ein bisschen sehen kann, was ich machen will, beziehungsweise was ich überhaupt mache. Nicht, dass man am Ende überhaupt nichts sieht. Das wäre natürlich sehr kontraproduktiv. Ich mache so viel Sinn. Naja. Und wir haben das hier. Jetzt machen wir mal den Pinsel ein bisschen größer. Ja, doch, das reicht. Gut. Zusammengefasst, abwedeln macht Sachen heller. Nachbelichten macht Sachen dunkler. Und wir haben drei verschiedene Umfangmöglichkeiten. Schatten, Mitten und Glanzlichter. Es ist eigentlich recht einfach zu sagen, was ist. Gut, es ist einfach, ich kann es mir aber auch nicht merken, aber es ist ja wurscht. Nicht umsonst hat man einen Zurückknopf. Ich gehe einfach mal nach für nach durch und dann sieht man es schnell. Benutzen wir jetzt erstmal Schatten und Abwedeln. Wenn wir. Ups. Beziehungsweise ich zeige. Warum will das jetzt nicht so wie. So. Wir haben oben Schatten. Mitten. Glanzlichter. Ich glaube, ich mache. Was mache ich denn? Ich glaube doch, das wird hier ganz gut. Dann sieht man unten noch das Original, hoffentlich. Und oben, wie alles ist. Das ist gut. So kann ich es euch viel besser erklären. Und so hatte ich es von Anfang an vor. Ich wollte es nur spannend machen. Naja. Also, wie man eigentlich recht gut sehen kann, hoffentlich, ist es einfach eine unterschiedliche Art des Aufhellens. Da, offensichtlich. Wohl zum Beispiel haben bei Glanzlichter und Abwedeln bleibt größtenteils die Farbe erhalten. Es versucht, soweit ich das noch richtig erinnere, so gut wie möglich auf derselben Farbbilanz zu bleiben und versucht wirklich diese Farbe aufzuhellen. Wobei bei den anderen zum Beispiel schon eher die Farben eher abgeschwächt wurden. Bei Mitten zum Beispiel kann sich das dann eben auch gut vorstellen. Eben zwischen Schatten und Glanzlicht ist die Mitte. Das heißt, es ist nicht so grell, aber auch nicht so matt und sowas. Ist es eben auch leicht entsättigt, bisschen abgeschwächter, also nicht so hell wie das hier, aber auf jeden Fall heller. Das Problem ist eben dann aber
dass man eben sieht, es wird so leicht milchig. Es wird nicht so ganz, ja. Genauso dasselbe haben wir aber auch hier bei Schatten. Nicht umsonst heißt es Schatten, es ist eben eine Art dunklere Aufhellung. Ja, es ist eben auch leicht entsättigt, kann man sagen. Und wirkt eben, ja, nun ganz leicht heller, aber eben ein bisschen entsättigt doch dazu. Selber haben wir dann jetzt bei. Ach, jetzt ist es wieder weg. Wurscht. Sowas ähnliches haben wir jetzt bei Glanzlichter. Mach ich einfach kleiner. Bei Nachbelichten machen wir erstmal Schatten. Schatten. Mitten. Glanzlichter. Dabei fällt jetzt auf jeden Fall eine Sache schon auf. Glanzlichter, oho, kann auch weiß beeinträchtigen, was ziemlich gut ist. Denn manchmal, vor allem wenn man mit Modi arbeitet und sonst was, können manche Modi weiß nicht bearbeiten oder auch schwarz nicht bearbeiten. Das Gute ist aber dann eben beim Abwedeln, ich glaube, dass beim Abwedeln war, dass wir dort bei Schatten oder Glanzlichter, ich weiß es leider nicht mehr, ich habe das jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Also so richtig schwarz bearbeitet, weil es nicht gebraucht wurde einfach. Konnte man das dort an auch aufhellen, was eben normalerweise ein bisschen schwieriger ist, wenn man das unbedingt möchte. Aber naja, das ist nur so eine Randinfo. Worauf ich hinaus will, ist eigentlich genau dasselbe wie bei Abwedeln, was es kann. Schatten bei Nachbelichten ist eher. Na gut, das ist vielleicht dann jetzt auch schon eher Geschmackssache. Es ist eher wieder farbintensiv. Das andere ist eher abgeschwächt und das andere, also Glanzlichter, macht wirklich dunkler und hat eben dann noch quasi das Bonus-Feature, dass es weiß mit bearbeiten kann. So, machen wir das erstmal alles wieder weg. Das wird nicht mehr gebraucht. Ups. Huch. Das war ein bisschen zu weit. Jetzt habe ich schon gespoilert. Ja, denn jetzt, wo der Werkzeugkasten einigermaßen klar ist, das sind die Hauptsachen. Wirklich mehr braucht es nicht. Eigentlich vor allem Abwedeln und eigentlich auch schon die Auswahltools hier mit sind eher schon optional. Gut, die Auswahltools braucht man dann halt, wenn man zusammenschneidet, aber wenn man richtig pixelt, braucht man es normalerweise erstmal eine Weile nicht. Da reichen dann Farbauswahl oder auch eine Art Grenze, also Flächenauswahl. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Und ich wollte jetzt einfach noch ein kleines Beispiel bringen, weil ich momentan ja mit dem VX Ace ein bisschen rumbastel, seitdem ich mir gekauft habe. Dachte ich mir, ich mache jetzt einfach mal, um ein bisschen aus dem XP-Trott rauszukommen, zeige ich das jetzt einfach mal an einem VX-Charakter. Warum nicht? Ich meine, es kommt auch selber raus. Es geht ja ums Pixeln. Da ist es Wurst, was gemacht wird. Und zwar folgendes, einfach mal wegen Pixeln allgemein. Und jetzt muss ich doch mal was trinken, weil ich so viel rede. Leckeres Wasser. In dem Glas war vorher noch Limonade drin. Boah. Was ist schlimmer als, keine Ahnung, warme Limonade? Wasser, wo Limonade drin war. Das ist, oder verdünnte Limonade. Boah. Okay, jetzt habe ich mich offiziell wieder selber rausgebracht und diesmal sogar mit dem wohl abwegigsten Thema überhaupt. Wie kommt man jetzt von Pixeln auf Wasserlimonade? Uah. Naja, gut. Also, wir hatten den Werkzeugkasten abgeschlossen. Und ja, ich versuche jetzt einfach mal ein paar Sachen noch zu zeigen an Charaktersets mit dem VX. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz die Aufnahme anhalten. Moment. Ja, okay, das war gerade merkwürdig. Irgendwie hat gerade das Fenster ein bisschen rumgespackt. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Ich hoffe nicht, aber okay, irgendwie, nichtsdestotrotz. Ja. Und ich möchte an. Ah, ja, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Genau. Und ich wollte hier einfach mal so ein bisschen zeigen, wie man das ganze Zeug jetzt so anwenden kann für alles Mögliche. Es mag zwar ein bisschen banal sein, aber ich glaube, dass es für richtige Anfänger oder auch für Leute, die es noch nicht so lange machen, bestimmt hoffentlich hilfreich ist. Ich meine, ich mache meine Tutorial nicht, damit sich altgesottene Veteranen langweilen, sondern damit ich hoffentlich auch ein paar Neulingen helfen kann. Ich tue
tu das doch alles nur für die Neuen. Und für Ruhm und Ehre. Naja. Gut, fangen wir einfach nach und nach an. Tun wir jetzt einfach mal so, als wollten wir hier ein neues Charakterset machen. Ich glaube, es reicht, wenn ich dann nur den vorderen, das vordere Dingen so mache. Es ist ja nur Demonstrationszwecke. Ja, weil das sind, wie gesagt, jetzt die Werkzeuge, die wir am allermeisten brauchen. Wir brauchen nicht mehr. Und ja, ob Pixeln oder einfach von neu bearbeiten, das ist alles, was wir brauchen. Ob es nun eben Sachen sind, um auseinander zu schnipseln. Sachen sind, um auseinander zu schnipseln. Das ist auch kein richtiger Satz, oder? Naja. Ob es nun Sachen sind, um auseinander zu schnipseln oder nicht. Gut. Ich werde jetzt dabei einfach versuchen, ein paar hilfreiche andere Sachen noch dazu zu machen. Also nicht nur hier, ja, bonzemäßig, ich kenne den Toolkasten, sondern auch Sachen, die das Pixel insgesamt erleichtern. Das wäre zum Beispiel, wenn wir eine Linie ziehen oder eine Linie wegmachen wollen, etc. Shift. Wie man vielleicht sieht, wenn ich jetzt Shift drücke, dann ist da, wo ich gerade vorhin hingedrückt hatte, nun eine Linie, wenn ich mich bewege. Das Gute ist nämlich, dass wir jetzt alles, was in dieser Linie ist, wegmachen können. Das heißt, wenn ich jetzt hier hinten drücke, ist die gesamte Linie weg. Und das ist um einiges einfacher, als zu versuchen, hier in einer geraden Linie etwas wegzumachen. Wenn man ein bisschen zitterig ist, dann kann das schnell von so in irgendwie so eine Schlangenlinie. Na gut, vielleicht nicht gerade so, aber ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ja, das ist. Ja. Ich bin heute wieder wunderbar vorbereitet, aber das Video ist ja relativ spontan und wenn man es genau nimmt, ist es doch wurscht, ob es spontan ist oder nicht. Ich bin doch immer so verplant. Geben wir doch dem Maidchen hier die Mitte. Nein, das sieht. Ach, egal, lassen wir es drauf. Ach, sieht doch süß aus. Oder? Nee, machen wir es andersrum. Geben wir es ihr. Bei ihr sieht es besser aus, weil sie so. Sie hat Haare. Haare. Was ist los mit mir? Es ist doch noch gar nicht so spät. Uiuiui. Gut, und machen wir hier jetzt ein bisschen das weg. Ups. So. Dann eine weitere Sache. Nehmen einfach nur hier bei Stiften und sowas Shift. Gibt es noch sehr nützliche Sachen, wenn wir Sachen auswählen wollen? Was können wir denn da drauf machen? Ach, geben wir ihr doch hier das Kleid. Jawohl, das jetzt. Na gut, egal, ich versuche es trotzdem so zu zeigen. Zwar, wenn wir jetzt Sachen auswählen und sagen, hoppala, da habe ich jetzt aber zu viel gemacht. Dann gibt es A natürlich die Möglichkeit, hier an den ganzen Rändern das zu bearbeiten. Also wenn wir hier in der Ecke sind zum Beispiel, geht es nach rechts und oben, was wir hier verschieben können. Oder hier nur oben und unten. Manchmal aber, vor allem wenn es keine symmetrische Auswahl ist, die wir haben wollen, sondern keine Ahnung, wenn jetzt hier zum Beispiel ein riesiger Haarfetzen wäre, ja, dann können wir ja nicht einfach den Haarfetzen mit auswählen. Es gibt natürlich dann die Möglichkeit, wir wählen einfach alles aus, kopieren es da kurz in den Platz, machen die Haare weg und, aber es ist umständlicher, man kann es auch einfach gleich anders auswählen. Und es ist dann zum Beispiel, wenn wir hier entweder Shift drücken oder Steuerung, je nachdem, was wir machen wollen. Wenn wir nämlich Shift drücken, während wir dann hier die Anzeige haben, werden Sachen dazu gemacht. Das heißt, hier ist dann nochmal extra, was wir hier ausgewählt haben, eine Box dazu. Und in dem Fall, weil wir schon etwas ausgewählt haben, kombinieren sich die quasi. Das heißt, alles, was man dann jetzt hier sieht, ist ausgewählt. Das gleiche geht dann aber, also sowas ähnliches geht dann auch mit Shift, mit Steuerung. Nur, dass hier dann Sachen weggenommen werden. Das heißt, wenn wir etwas ausgewählt haben und dann haben wir mit Steuerung eine weitere rechteckige Auswahl, dann wird dieses Stück, das wir in Anführungszeichen ausgewählt haben, nicht mehr ausgewählt. Sprich, wenn wir Steuerung drücken, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verhaspel, dann wird das von der Auswahl weggenommen. Genau dasselbe Prinzip ist auch bei der freien Auswahl, nur dass es dann halt eben diese freie Auswahl ist und nicht wie in diesem Fall ein Kästchen oder wenn wir die kreisförmige Auswahl hätten, die Kreisform. Offensichtlicherweise. Wow, sieht das gut aus. Ja, das ist jetzt unglaublich wild zusammengeschnipselt, aber es ist wurscht. Es ist ja nur zur Demonstration. Ich hätte mir jetzt alles hierher holen können, also von daher. Wir
wäre das. Und eigentlich muss ich auch schon sagen, dass es das eigentlich schon im Grunde war. Das sind so Tricks und vor allem Basics, um relativ einfach mit GIMP Sachen zu pixeln. Also was das Wichtigste ist, ist natürlich die Einstellungen bei den Tools, wie ich schon gesagt hatte. Vor allem beim Stift und beim Radierer. Nützliche Sachen sind dann die Farbauswahl und die Flächenauswahl. Und wichtig für das Zusammenschneiden und Editieren und sowas sind dann natürlich die Auswahlwerkzeuge, wobei ich dann eben rechteckig und die freie Auswahlweise benutze. Die Runde braucht man eigentlich nicht. Und relativ optional, je nachdem, was man gerne machen möchte, dann das Abwedeln und Nachbelichten, was eigentlich ich jetzt auch nur zum Umfärben und sowas benutze. Ja. Und das ist es dann eigentlich schon. Und ich glaube, es passt jetzt in das Video nicht mehr rein, weil ich dachte mir gerade, ob ich vielleicht noch zeigen könnte, wie man dann eigentlich recht simpel Sachen noch umfärben könnte. Aber an sich ist das ja schon gesagt in meinen anderen Videos. In meinem anderen Video, beziehungsweise. Ja, also Sachen umfärben. Im Grunde genommen kann man dort nämlich auch alles finden, was man so bräuchte. Auch insgesamt in meinen Videos zeige ich eigentlich auch immer, was wir da so brauchen. Auf jeden Fall auch in meinem ersten Video, wo ein kleiner Schrank gemacht wurde, also zusammengeschustert wurde, gefrankenspreitet, was total ein Wort ist, tutentun. Dort habe ich es nämlich auch gesagt, als kleine Vorarbeit. Aber naja, hier eine Art kleine Formensammlung, was wir am allermeisten eigentlich brauchen. Und von daher würde ich eigentlich sagen, dass es das wirklich war. Ich habe die Basics erklärt. Mehr wollte ich auch in diesem Video nicht wirklich tun. Ich hoffe, es ist eine Hilfe für einige Leute gewesen. Falls irgendwelche Fragen sind, macht ruhig in die Ka Kommentare einen Kommentar rein. Schreibt es ruhig in den Kommentaren, meine ich. Und ja, falls ihr auch noch andere Tutorials. Was für mein Telefon hier? Falls ihr auch noch andere Tutorial-Ideen habt, nur raus damit. Ich bin froh darum und.